Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir beschäftigen uns in diesem Video mit Mehrfachvererbung in C++. Und ich habe hier ein einfaches Beispiel schon mal anskizziert. Wir haben hier eben eine Klasse A, da haben wir eine nichtsnutzige Methode reingemacht. Wir haben hier eine Klasse B, auch da haben wir eine nichtsnutzige Methode. Und wir haben hier jetzt eben Klasse C und wir können hier eben von mehreren Klassen ableiten. Und das gibt man eben einfach Komma getrennt an, wie wir das hier sehen. Und ganz einfach Public A, Public B. Das heißt, ich leite in diesem Fall von diesen beiden Klassen einfach ganz üblich mit den üblichen Gegebenheiten, die wir uns in den vorherigen Videos angeschaut haben, ab. Ich kann dann A natürlich hier einfach die Members in meiner Subklasse aufrufen, wenn ich das möchte. Und ich habe natürlich, wenn ich mir dann eben eine Instanz von C mache, dann, machen wir es einfach mal auf die ganz einfache Weise, dann habe ich hier natürlich dann auch die komplette API, Entschuldigung, habe ich noch ein Public vergessen, sehe ich gerade. So, auf ein neues, aber wir, oder? Das funktioniert jetzt. Wir sehen hier eben, dass ich hier tatsächlich die komplette API, die mir jetzt eben von A und B und C sozusagen übertragen wurde, die habe ich hier jetzt auf diesem Objekt von C zur Verfügung. Und es geht natürlich, die ist eine Beziehung auch nach dem üblichen Muster. Das heißt, ich kann jetzt dieses Objekt entweder als A oder als B interpretieren. Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich kann man aber auch mit Vererbung Schindluder treiben und dazu konstruiere ich jetzt mal ein Beispiel. Wir nehmen mal diese Methode aus C jetzt wieder raus und lassen diese Klasse ganz einfach leer und nennen jetzt diese beiden Methoden gleich. Die haben den komplett gleichen Funktionskopf und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht C++ mit so einer Situation um? Wenn ich hier jetzt auf diesem Objekt versuche, foo aufzurufen, dann sehen wir, okay, wir bekommen hier jetzt einen Compiler-Fehler. Und das liegt ganz einfach daran, dass diese Funktion foo jetzt zweimal in dieser Klasse C vorhanden ist. Einmal kommt sie eben von B und einmal von A. Und das erzeugt auch nicht mal in dieser Hinsicht eben einen Fehler, wenn wir tatsächlich von diesen beiden Klassen ableiten. Das ist erstmal nicht der Fehler. Sondern wir sehen hier eben, dass wir diese Methode aufrufen, ohne dass wir jetzt konkret sagen können, ja, in welcher Implementierung landen wir denn jetzt? Hier oben in dieser von A oder in der von B? Das Problem, wenn man auf so eines stößt, kann man ganz einfach umgehen, indem man eben jetzt hier einen Scope Resolution Operator mit einsetzt. Das heißt, wir können hier eben A Doppelpunkt foo ausgeben, dann landen wir eben in der Implementierung von A. Oder wenn wir jetzt eben hier B Doppelpunkt Doppelpunkt foo angeben, dann landen wir eben in dieser Implementierung hier oben. Ich nehme mal dieses hier raus, damit unser Code kompiliert. Und wir sehen tatsächlich, wenn ich hier durchdebugge, dass ich hier jeweils in der richtigen Implementierung lande. Das war jetzt ein bisschen schnell. Also nochmal hier. Wir landen tatsächlich in der Methode von A und hier landen wir eben in der Methode von B. Also das ist eben ganz witzig zu wissen, wenn ich hier eine solche Situation habe, die wir hier eben, wie wir sie hier eben sehen, dann kann ich das eben über den Scope Resolution Operator hier in C++ auflösen, um in einer speziellen Implementierung dieser Klasse zu landen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht C++ mit sowas um? Wenn ich hier jetzt eben virtual schreiben würde, auch dann ändert sich erstmal nichts. Sobald ich aber hier eben diese Methode überschreibe, das heißt, ich mache jetzt einen Override in meiner C-Klasse und hier ist dann eben eine bestimmte Implementierung, dann geht natürlich auch das hier trotzdem nicht.
Entschuldigung, Blödsinn. Ich habe das hier public gemacht. Entschuldigung, das geht hier natürlich wieder. Warum? Weil es jetzt eben eine Methode foo gibt, die hier überschreibt. Und in diesem Fall werden tatsächlich hier eben die foo-Methode in diesem Fall von beiden Basisklassen überschrieben. Also sobald eine Methode virtuell ist und dann in der Subklasse eben überschrieben wird, dann ist das ganze Problem gar nicht mehr so knifflig, wie wir das eben vorher schon gehabt haben. Wir können natürlich hier doch trotzdem mal durchdebuggen, wo wir jeweils landen. Wir landen natürlich hier in dieser Implementierung von C, hier landen wir in der Implementierung von A und hier in der von B. Also wir können den Scope Resolution Operator trotzdem einsetzen, auch wenn wir hier virtuelle Methoden haben, um eben bestimmte Dinge anzusteuern von Basisklassen, wenn wir eher die Basisklassenimplementierung haben möchten, statt die Subklassenimplementierung. Ganz ehrlich, halten Sie sich davon fern. Wenn der Nutzer eines Objekts weiß, dass er lieber in bestimmten Fällen die Implementierung einer Basisklasse aufrufen wollte, statt die eigentliche API vom Objekt, das er da gerade bekommt, dann ist das ein Hinweis für zu starke Kopplung zwischen. Das würde ich wirklich bloß in Ausnahmesituationen einsetzen, wo es wirklich begründet ist. Ansonsten, meines Erachtens, sollten Sie darauf achten, dass Sie solche Fälle, wie ich Ihnen hier gerade eben gezeigt habe oder konstruiert habe, eigentlich mehr, auch, mehr oder weniger, dass Sie das einfach in Ihrem Code vermeiden. Also, wann ist denn schon wirklich mal eine Methode namensgleich in zwei Basisklassen, von denen ich gerade ableiten möchte? Die Situationen, in denen Sie überhaupt von zwei Basisklassen ableiten, sollten eher selten sein. Dass Sie dann noch auf Namenskonflikte stoßen, macht das Ganze noch unwahrscheinlicher. Und dass Sie diese dann eben nicht hier zum Beispiel durch Überschreiben auflösen können, das ist dann noch sozusagen die Krone auf dem Ganzen. Also ich würde Ihnen raten, versuchen Sie niemals solche Situationen wissentlich anzusteuern, bloß zum Spaß an der Sache. Wenn Sie das häufig in Ihrem Code einsetzen, wird Ihr Code unflexibel. Und damit sind wir auch schon am Ende von diesem Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.